Guck mal bei dem Tyrox. Ja, also bei Melvin spawnen die Mobs ja komischerweise. Lass mal kurz hier zumachen. Wenn Tyrox spawnt, packt nichts. Hier flattert jetzt eine Fledermaus rum. Alter, das kann doch nicht sein. Und der Server läuft halt auf normal. Hä, wer hat meine Mobfarm ausgeleuchtet? Deiner war ausgeleuchtet. Ja. Okay. Bei mir waren halt auch Fackeln. Ich dachte eigentlich, ich hätte die schon weggemacht. Ah, na komm, bau dich ab. So. Stell mich mal neben meine Mobfarm. So. Dann machen wir jetzt den Chunkloader erstmal in die Mitte. Und ich bin die ganze Zeit gemutet. Das dazu. hast du die Schmelze jetzt schon gebaut? Yep. Gut. Was ist denn das bei euch für eine Schmelze? Die ist ein bisschen kleiner, ja, ich weiß, aber... Was? Meine ist klein. Ja, wir... Pascal will eine große Schmelze haben. Wäre das jetzt fies, wenn ich frage, tust du damit irgendwas kompensieren? Ich verkneif mir die Frage aber. Ja, tun wir damit. Unsere Erzverarbeitung. Unsere Erzfarm, genau. Wenn die als nächstes kommt. Die wird das gleiche Ausmaß annehmen. Ne, die wird Ikes Ausmaß haben, also so groß wie Ike seiner. Aber du hörst ja, was Ike so produziert an Erzen. Nein, ich meine, Ikes Schmiede in Relation zu seiner Erzproduktion wird dann unsere Erzproduktion in Relation zu unserer Schmiede. Ja? Mhm. Ich hab mal jetzt bei mir in der Mobfarm was umgebaut. Spawn jetzt bei mir mehr Mobs? Ich hab bei mir jetzt mal bei dem Ehen Cursed Earth das Ding weggemacht. Diese Plates. Ich hab bei mir gerade alles abgerissen: Backdoor Plates und Cursed Earth. Selbst bei uns auf der Cursed Earth ist nichts gespawnt. Wir hatten bei uns noch eine Stelle, wo nur Cursed Earth ist. Und irgendwie sammelt der Liquid XP, sammelt der die XP ein? Diese Serret Tanks brauchen noch Lava. Ja, ja, die schließt da halt an deine automatische Lava-Produktion an. Welche automatische Lava-Produktion? Ach, Oskar, ich hab bei uns was umgebaut. Sogar zwei Sachen. Ach, du bist noch gar nicht auf dem Server. Ah, ich sterb gleich. Kennst du den Cobblestone Generator? Also, jetzt spawnen bei mir wieder Mobs. Ich hab diese Pressure Plates abgebaut. Jetzt sind dort ernsthaft Mobs gespawnt. Die da runter. Okay, ja, bei mir auch. Was hast du gebaut? Siehst du denn, wenn du zu uns kommst? Ach, so offensichtlich, okay. Also zwei Sachen. Oder? Habe ich zwei Sachen umgebaut? Eine Sache umgebaut und eine vergrößert schon mal. Nee, ich habe zwei Sachen umgebaut und eine Sache vergrößert schon mal. Also die Schmelze kannst du nicht vergrößert haben. Die sollte groß genug sein. Ich sterbe gleich. Was macht der Apfel? Wieso stirbst du? Weil ich nur noch ein Herz hatte. Jetzt habe ich 4 Golden und ein normales. Ich habe irgend so einen komischen magischen Apfel gegessen. Ja, hast du nicht irgendwie Schneewittchen oder so gelesen, gesehen? Keine Ahnung. Man sollte ja niemals komische Äpfel. Ja, stimmt. Vor allem keine Pferdeäpfel. Naja, das ist. Wow. Das ist Melvin, woher weißt du das? Woher weiß ich was? Dass man keine Pferdeäpfel essen soll. Schon probiert? Ist da eine Scheiße oder?
Ich habe keine Pferdeäpfel, wenn ich aufs Klo gehe. Aber hast du schon Pferdeäpfel probiert? Hast du jetzt ernsthaft schon Pferdeäpfel probiert, dass du weißt, man soll die nicht essen? Nee. Warum sagst du das? Hört sich aber so an. Genau. Wieso sollte man die nicht essen? Abgesehen von den offensichtlichen Faktoren, dass es nur Scheiße ist. Pferdeäpfel ist nichts anderes als Scheiße. Ja. Abgesehen davon. Aber es hat ja noch Nährstoffe. Also mehr als unsere Scheiße. Aber Melvin. Wenn du jetzt verschüttet bist unter der Erde. Ja. Und es braucht 2 Wochen, um dich da rauszuholen. Würdest du deinen eigenen Urin und Kot essen, also zu dir nehmen, um zu überleben? Nein. Das macht beim Kot keinen Sinn. Weil unser Kot hat keine Nährstoffe. Naja, aber du hast du füllst aber damit auf jeden Fall das Hungergefühl, was dich ja sonst in den Wahnsinn treibt. Kommt drauf an, unter was ich verschüttet bin. Ja, das ist egal. Hauptsache, es geht darum, die brauchen halt 2 Wochen, um dich wieder zu befreien. Ja, aber für mich ist die richtige Frage, unter was bin ich verschüttet? Also, Schutt und Stein. Für den in der Höhle. Ja, zum Beispiel. Oder nimm einen Würde ich versuchen, Gebäude. Würmer zu finden. Ah, okay, das ist wieder nicht mein Ding. Ich würde... Auch nicht meins, aber ich würde sowas eher essen. Es ist proteinreicher als deine Scheiße. Ich so eine richtige Scheißfolge. Wäre ich unter Schnee verschüttet, würde ich mich einfach nur von Schnee ernähren. Ja, das würde ich auch. Aber nicht im gelben Schnee. Aber nicht im gelben Schnee. Zitronengeschmack, warum nicht? Zitronen. Probier doch mal, ob es nach Zitrone schmeckt. Ja, das kann auch nach Spargel schmecken, stimmt. Nein. Kommt immer drauf an, was man zu sich genommen hat. Du siehst aus wie Melvin, jetzt bist du tot. So. Ich kotze diese. Wo spawnen die scheiß Skelette? Deine Erzverarbeitung, da spawnen die ganze Zeit Sachen. Ja, aber dort ist es mir ja egal, da in die Ecke gehe ich noch einmal in der Woche ab sofort. Einmal die. Jo. Oscar, wir fangen übrigens schon mal an, eine Quantum Storage Unit zu füllen. Ach, der ist gerade gemutet. Oder es war wieder unabsichtlich und er hat es nicht mitbekommen. Nee, bei ihm waren vorhin Leute im Hintergrund zu hören, also hat er sich wahrscheinlich extra gemutet. So, jetzt kann hier unten nichts mehr spawnen. Außer Melvin hat cheatet sich Eier und platziert die. Musst du nicht cheaten, kannst du auch manchmal durch Loot-Dinger. Hinter mir rennt Speed-Skelette! Verfickte Scheiße, noch eins. Deine Schuld, Melvin. Ey, seitdem der Chunkloader steht, spawnen bei mir aber auch Endermen auf der Insel. Das ist cool. Oscar, du bist noch gemutet. Ich weiß. Boah, ich dachte, du meinst... Boah, ey, leck mich fett. Das da rein, das da rein, das da rein. Hab ich alles? Jo. Dactylorium hier rein. Ja, die Kiste ist voll. Hier haben wir jetzt 4 Stacks Eisenblöcke. Läuft. Kann ich eigentlich auch schon mal das Gold mit reinhauen? Und wie viel Gold hast du noch? Keine Ahnung. Muss ich gerade selber gucken. Ich meine in der Produktionskette. Keine Ahnung, ich hab die erst wieder angeschmissen. Mhm. Warte, die Verarbeitung oder die erste? Die Erzverarbeitung habe ich, also meine Erzmaschine. Wie viel brauchst du denn? Das weiß ich halt nicht.
Dann nimm dir die 3 Stacks raus hier drinnen. Danke. Es könnte nämlich. 3 Stacks sind auf jeden Fall wahrscheinlich zu viel. Ich werde jetzt erstmal nur 1 Stack benutzen. Ist egal, dann behältst du den Rest. Ich habe Enderperlen von euch bekommen. Das genügt mir dann schon als Gegenleistung. Ey, jetzt habe ich hier also 4 Endermänner. So, jetzt packe ich den scheiß Magnetring erstmal in die Kiste rein. Ich will nicht schon wieder Hühnerscheiße einsammeln. Wo kommt denn der zum... Hier ist ein Villager-Baby, was mich angreift. Wo kommt dieses Kack-Drecksvieh her? Oh, hier muss ich noch ausleuchten. Ist deine Schuld. 6. Oh, da ist ein Baby-Zombie drin. Ich weiß es, Mann, das holt. Ja, du bist Melvin. Ja. Du bist Melvin, was erwartest du? Was willst du? Wenn ich dir das jetzt sage, würdest du mich lynchen. Oh. Aber ist deine Mutter noch frei? Naja, eigentlich schon, ne? Ja, stimmt, aber hier, ne, du bleibst bei deinem Vater, das steht fest. Ich will dich nie als Kind haben. War das gerade eine Einladung von Melvin? Nein, keine Einladung. Ja, Adresse hab ich. Ich komm einfach mal vorbei und dann. Nee, wir ziehen ja bald um. Also. Naja, dann muss ich das nächste Giveaway starten. was wollte ich jetzt machen? Ah, leck. Ach ja, genau hier. Zuckerrohr klauen gehen. Attacke! Ich. Zuckerrohr ist nicht in unserem System. Weil die Kiste. Dafür musst du nach oben. Hier drauf schon Leertaste. Hier findest du unser Zuckerrohr drin. Ah, kann ich bei dir. Und dann einfach Stack, kannst du das stackweise rausnehmen aus dem Ding. Cool, danke. Jupp. Was wolltest du, Melvin? Das, ob ich mein Jetpack aufladen kann. Na, tschüss, kannst du das bei mir unten aufladen. So, Oscar. Wir fangen gerade an, das hier zu füllen. Mit Zuckerrohr. Wo bist du? Du bist noch gemütlich. Okay, ja, oben. Ist okay. Warum bist du bei Tyros? So, des Weiteren. Bei dem brauchst du es nie aufladen, weil der hat keine Stromproduktion. Nimm das mal hier. Nee, ich wollte nur was gucken. Oh, hier unten. Wir können uns jetzt auch aus der Ferne zu uns ran teleportieren. Guck mal nach. Einfach Rechtsklick auf den jeweiligen Punkt machen und dann teleportierst du dich mit dem Stuff dahin. Oh, Sneaky okay, Maus. Das teste ich mir aus. Ja, und das letzte kommt jetzt gleich. Alter. Melvin, du bist noch am Arbeiten. Du hast Mickey Maus krass. Mickey Maus. Du hast Mickey Maus versklavt. Was? Ja, der arbeitet. Pascal? Ja. Was war das andere? Also das erste war die Storage Unit, das andere ist hier die Teleporter und das letzte ist ein Stock noch mal tiefer, da musst du dich auch durch die Wand porten. Danke. Ja, bitte. Du erkennst, was es ist? Die Quantum, die Colossal Chest. Genau. Ja, gut, aber da hast du ja schon erzählt, dass du bist ja schon fast fertig. Das ist jetzt, ich bin fast fertig wegen Ike. Weil er dir Gold gegeben hat. Ja, 6 oder 7 Stacks. Wartet kurz mal. Jetzt geht's bei mir hier richtig los mit den Mobs. 24 müsste reichen. Oh mein Gott. Das Ding ist fett. Hey. Melvin, hast du dich gerade angesprochen gefühlt? Ja, voll.
kapiere das nicht. Hier kommen, tauchen nicht wirklich XP auf. Da musst du Goldspikes nehmen. Ne, ich hab jetzt hier diese... Punchy Sticks? Punchy Sticks, ne? Kann sein, dass die auch kein XP droppen in dem Modpack. Aber allgemein, wenn die Mobs hier runterfallen, gibt's kaum XP. Oh, okay, die Colossal Chest wird reichen. Ich fang mal an zu scrollen. Okay, die Mobs fallen hier runter und es regnet kein einzigen XP. Das sagt alles. Also leg mal ein Item rein, damit ich weiß, dass ich scroll. Ich sag mal, wenn sich der Scroll-Balken bewegt. Mit wem redest du gerade? Mit euch. Oh wow, Ike. Was für ein, was für ein Scrollbalken? Von meiner Colossal Chest, die ist jetzt gerade fertig geworden. Ja, ich bin gar nicht bei dir. Hä, wo ist mein Eisen hin? Nein! Hä? Eisen weg. Sollten wir jetzt zu dir kommen? Nein. Es war so als Info, ich würde euch gerne mal mitteilen, wie viele Slots die hat, aber ich habe jetzt gerade die ganze Zeit runtergescrollt und der Scrollbalken von der Colossal Chest hat sich nicht bewegt. Okay. Ich habe hinterher selbst meinen Autoklicker, der 10.000 Mal in einer Sekunde klickt, benutzt, um runterzuklicken über den Klickbalken und selbst damit hat sich das Ding nicht bewegt. Ja gut. Was brauchen wir nochmal? Einen Kompressor erstmal. Autokompressor. Das kommt alles hier rein. Die Scheiße kommt da rein. Das Pflanzengedöns kommt dort hin. Das Pflanzengedöns kommt da rein. Redstone kommt da rein. Jetzt. Erstmal gucken, wie viel Kompressor Ike insgesamt hat. Okay, Ike hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Kompressor, wenn ich es richtig sehe. Warum ist der Chisel nicht im Bag? Weil du doof bist. So. Nee, weil du doof bist. Deine Schuld. Ich hau dir gleich aufs Maul, mein Junge. Ey. Eins. So, 9 Kompressor. Dann brauchen wir 3 Cobblestone Generator mindestens. Pascal, setzt du dich jetzt an die Erzfarm? Ja. Okay. Warum? Du kannst mir helfen. Ja, ja, ich guck mir das selber gerade erstmal an, um das zu verstehen. Das ist doch ganz easy. Ja, aber ich... Baut euch das mit unterschiedlichen Blöcken vor, so habe ich das auch gemacht in der Ehenfolge. Ich habe Stein für Kompressor, Holz für Hammerer und Sand für Sieve genommen. Damit da wisst, weil ihr könnt das ja im Grunde eigentlich auch übereinander alles bauen. Wir machen das schon so, wie du direkt hast. So, jetzt brauchen wir Compressed Sieves und Compressed Hammer. Oh, wir brauchen Stahl. Wie kriegen wir da? Oh, Stahl ist kein Problem. Ja, das stimmt. Habe ich 8 Blöcke und 6 Stück. Stahl kannst du über Ender.io herstellen. Ich hab's hier über Dings gemacht. Immersive Engineering. Das da. Ihr seid immer noch full. Okay, jetzt kriege ich das Achievement, das ist auch nice.